Samstagmorgen, kurz vor 7. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Timo2Go. Ja, wir haben Wochenende und ich bin leider nicht ganz so glücklich ins Wochenende gestartet wie sonst üblich. Wer mich kennt, wer meine Videos verfolgt, der weiß, dass ich schon mal ganz gerne einen Energy-Drink zu mir nehme. Aber wie man gerade sehen konnte, der Kühlschrank gähnende Leere. Schade, schade. Aber es ist noch früh, das werde ich ändern. Deswegen habe ich mich aufgemacht nach Attendorn. Ich werde den nächsten Supermarkt besuchen und etwas einkaufen gehen. Wenn ihr Bock drauf habt, mich zu begleiten, let's go! Ja, wie man im Hintergrund erkennen kann, es wird langsam hell. Wir haben plus 2 Grad. Ich habe schon ordentlich Betriebstemperatur, weil wie ist das, wenn man im Tal wohnt? Viele Wege führen nach Rom, aber leider jeder bergauf. Ja, die gute Reika ist heute leider nicht mit von der Partie. Ich stecke ja noch mitten in meiner Challenge, die so 1000 Kilometer in 3 Monaten. Aufgrund dessen bin ich natürlich etwas häufiger, etwas weiter unterwegs. Habe mit ihr gestern noch eine große Runde gedreht. Musste leider feststellen, dass sie ja zum Ende hin etwas langsamer wurde, immer träger wurde, öfter stehen geblieben ist. Da habe ich dann natürlich auch Rücksicht drauf genommen und demzufolge darf sie heute zu Hause bleiben und sich ausruhen. Ich habe mit ihr heute Morgen eine kurze Runde gedreht und da war sie ganz zufrieden. Und gerade hat sie mich etwas enttäuscht angeguckt, als ich gegangen bin. Aber ich habe gesagt, Mädel, tut ihr mal die Ruhe an. Freu dich, wenn ich wiederkomme und morgen bist du wieder mit dabei. Im Hintergrund gut zu erkennen die Burg Schnellenberg, leider aktuell auch geschlossen, aber wenn sie wieder geöffnet hat, werde ich nochmal zurückkehren und ein paar nette Videos und Bilder für euch einfangen. Nach 5 Kilometern herzlich willkommen hier in Attendorn. Hinter mir zu sehen das Attendorner Hallenbad. Und hier biege ich auch schon links ab in den Südwall, der mich schnurstracks geradeaus zu unserem Supermarkt führt. Ja, wie ihr sehen konntet, habe ich meinen Energy Drink bekommen. Also nichts wie raus aus der Stadt und ab zur Verköstigung. Ja, was wir hier gerade gesehen haben, ist das Attendorner Kino, das JAK. Das JAK ist ziemlich neu. Ich meine, es wäre ein oder zwei Jahre alt. Ich bin mir da gar nicht ganz sicher. Ich selbst war leider noch nicht da drin. Ich habe es zeitlich leider noch nicht geschafft, mir darin einen Film anzuschauen. Aber dieses Kino ist unter den Top 5 oder Top 10, ich weiß es gar nicht, besten Kinos von ganz Deutschland. Also wer von euch mal hier in der Gegend ist, Attendorn, auf jeden Fall einmal im Kino vorbeischauen. Ey Lars, bist du da drin?
kleiner Insider, den nur mein Sohnemann versteht. An dieser Stelle sei gegrüßt, mein Freund. Kilometer 7,5. Wir befinden uns hier unterhalb der Burg Schnellenberg an der sogenannten Schafsbrücke. Die Schafsbrücke ist so ein Ort, da trifft sich alles aus Attendorn, was Rang und Namen hat und einen Hund hat. Also getreu dem Motto, sehen und gesehen werden, dann ist man hier genau richtig. Kilometer 9,5. Seit der Schafsbrücke ging es permanent berghoch. Ich bin auch richtig außer Atem. Wird Zeit, dass die nächste Bank kommt und ein Tisch. Und dann kann die Verköstigung des Dr. Peppers Energy Drinks starten. Ja, ich bin oben auf dem Berg angekommen. Es wird Zeit für die Verköstigung. In dem Zusammenhang fällt mir was ganz Lustiges ein. Ich verlinke euch mal einen Kanal, und zwar von den Two Hiking Kings. Ja, einmal hier oben an dieser Stelle. Grüße gehen raus an euch zwei. Die haben eine ganz nette Serie, die nennt sich Wir trinken irgendeinen Mist. Das heißt, die beiden kaufen sich nicht so wohlschmeckende Getränke, probieren die dann vor laufender Kamera und versuchen dann den Geschmack zu beschreiben. Recht amüsant, deswegen schaut mal rein. Aber kommen wir zu meinem Getränk, zu diesem hier. Dr. Pepper Energy Drink. Auch übrigens ganz wichtig, keine Werbung, weder hierfür noch für den Kanal da oben. Ihr versteht. Also Dr. Pepper. Ja, die Dose alleine, die macht schon was her, finde ich. Sehr ansprechend, gleich strukturiert. Und wollen wir es einfach mal probieren. Ich weiß gar nicht warum. Kennt ihr das auch von früher? Bevor man eine Dose aufmacht, man dreht sie um und klopft irgendwie unten drauf. Warum macht man das? Hat das irgendeinen Sinn und Zweck? Ich habe keine Ahnung, ich mache es trotzdem. Wenn ihr eine Idee habt, bitte unten in die Kommentare. Dann zum Wohl. Ja, ich würde sagen, richtig gut. Man kann den Geschmack gar nicht so wirklich beschreiben. Er schmeckt frisch, kalt, sprudelig. Vielleicht so ein Hauch von Marzipan oder so, keine Ahnung. Probiert es einfach mal selbst. Ich werde euch versprechen, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ja, ich habe meinen Energy Drink bekommen. Wie immer sehr, sehr lecker. Kurz nach 9, damit würde ich sagen, das Wochenende kann starten. Ja, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr mich bei meiner kleinen Shoppingtour nach Attendorn begleitet habt. Für mich kann das Wochenende jetzt starten. Ich hoffe für euch auch. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und sage bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Timo. Ciao. Lars? Lars? Lars, bist du da drin? Lars, bist du da drin? Lars, bist du's? Lars? Nee, vergiss es. Jetzt habe ich keinen Bock mehr.